Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Nördlich von San Francisco im Sonoma Valley, einem kalifornischen Weinbauangebiet, kam es vor kurzem zu einem verheerenden Waldbrand. Leider sind diese in Kalifornien eigentlich keine Seltenheit, doch dieses Feuer war außergewöhnlich. Es war so stark, dass die Polizei keine Chance hatte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Anwohner beschrieben den Brand sogar als apokalyptisch. Dieses Video zeigt das ganze Ausmaß der Zerstörung. Und es wirkt wie aus einem Horrorfilm, fast schon etwas surreal. Ausgebrannte Autos, soweit das Auge reicht. Die Gegend ist komplett niedergebrannt. Stand jetzt sind bereits über 1500 Häuser vollständig niedergebrannt, doch in manchen Teilen toben die Flammen sogar immer noch. Insgesamt kamen 10 Menschen bei den bisher schlimmsten Waldbränden in Sonoma County um. Das war's auch schon mit Wissenswert für heute. Wir sehen uns das nächste Mal, hoffentlich mit einem etwas fröhlicheren Thema. Macht's gut!